wird schon irgendwie richtig sein. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clan himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Oh, Silas ist also ein richtiger Geheimnistuer hier. Aber das hat schon was. Also schön Wild West Style. Also diese ganzen Tutorial-Anweisungen unten, die sind ja auch schon wieder. In der Regel ist ein Kopfschuss tödlich. Nein, sag an. Eine Kugel für den Alten. Ja. Würde ich sagen. Press Start. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant. Ooh. Oh. But no. This time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for Old Man Clanton. Hey. Wer schießt denn hier? Werden wir etwa schon wieder erwartet? Ja, komm, ich zeig euch. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves. Wow. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Scheiße, wir sind entdeckt worden. Aber du arbeitest schon mal nicht mehr für den. Du auch nicht. Und du auch nicht. Sonst noch jemand? Ja klar, da steht noch einer. Moments later the attackers were dead. And I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Lass mich raten, keiner mehr. Aha. Tot, tot, tot. Alle tot. None. It was then I wondered if the Rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attack from on high like Apaches on the field. Zack, zack, zack. Oh. They were appearing great numbers from above. So, Dan, Dan. Den. Making use of the high ground. Alter. Ist die ganze Schießbude. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere. And they never seemed to be an end to it. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. Oh, das ist knapp. See, at the time, I was still pretty green, but often blunder into regrettable situations. Ja, ich bleib doch stehen. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. Da, ohne Witz. I didn't see Ringo. Da oben. I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong. Das ist genau. Scheiße. To have my revenge. Mm. Erstmal kurz abwarten. I knew I'd have to find my way past these other assholes first. Den. Sonst noch jemand? Ja, den. Da. Chill mal eine Runde. Ach, da oben. Jetzt nicht mehr. Unfortunately, I was running out of ammo.
Ja, super. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Wo haben die sich denn doch überall hingestellt? Da haben wir noch einen. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Ja, Moment. Erstmal nachladen. I ran ahead, as if the ja, der ist auch hinter mir. Wow! Bullets were whistling by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clinton and his men. Ja, renn doch! As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. Also der Fallschaden ist aber extrem hier, ne? Also, kommen wir von so einem Kiesel ab und dann bricht er sich direkt die Achsen mal. I just kept running, not knowing where the hell I was going. Auch noch nicht. Aua. And that's when something miraculous happened. Like my Wo kam der denn her? I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much needed ammunition. Zack, zack, zack. So. That Masterson once told me it was more important to be lucky than good. And he would know. Beseitiger für den Weg, alles klar. Aber vorher. Nehmen wir Kombos. Nee, das mit den Kombos, das hört sich schon besser an. Alles klar. Machen wir nochmal voll. Ja, viel zu geil. Der Kopf darf einmal hier irgendwie vom Himmel gefallen. Ja, komm. Auf in den Kampf. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. Ah, alles klar. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It's time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Oh, jetzt braucht er wieder Jahre zum Nachladen. All right, Jesus, we get it. Nehmen wir besser nur einen. Right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, no sir. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury das knew no bounds. Und tschüss. Treffer versenkt. Wow. Komm, guck doch um. Es wird wieder ein bisschen mit der Muni hier. It was finally time for that old man to pay for his sins. Alter. Dicke Gatlinger. Old Man Clinton. Und in der blauen Ecke Silas Graves. I yelled out at the top of my lungs, Clinton, I'm coming for you. Whoa. A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. Alles klar. And I knew I could not let that deter me. Wenn wir als nächstes sehen, dahin. Renn, wir kommen schneller. Wow. I needed to get that old man off ja, das wäre durchaus eine Überlegung. Und zum nächsten Stein. Wir sind aber auch perfekt platziert von Mutter Natur hier. Alter. Hat er denn schon fliegen?
da oben steht, ja? Willst du mich eigentlich verarschen? Oh oh. Und zum nächsten. Schnell, 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 schnell. Okay, wo jetzt? Schaffen wir niemals bis dahin. Nie im Leben. Ach, wir können aber hier hin. Das ist eine gute Idee. Und bis da vorne, komm, versuchen wir's. Komm! Gerade so, ey. Gerade so. Und der letzte Stündlein hat geschlagen. Na, den kriegen wir noch nicht. Kurz orientieren. Oh oh. Komm jetzt hör auf. Zum nächsten Stein. Wow! Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon. But it was just me. Oh oh. Jungs, das kann ich auch. Viel Spaß damit. Hat er dann getroffen. So, den schon mal weg. Erstmal in den Zeitlupen-Modus. Wow. Ich glaube, der hat jetzt nicht sein Ziel getroffen, oder? Bisschen doof. Das ist jetzt aber durchaus ein bisschen... Komm, zeig deinen Kopf. Haha. Da haben wir schon mal den gekriegt. So, jetzt nochmal. Komm. Zack. Jawohl. Apparently one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life. Na, so war aber auch. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Hammer geil. Mal wieder 0 von 3 Geheimnissen gefunden. Fortfahren. Schießerei bei der Sägemühle. Ah, wieso Schießerei? Ist doch der Drehort von Saw. Aber das ist teilweise komisch, also teilweise zieht einen die Steuerung in eine komplett andere Richtung. Das ist irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Aber ansonsten geht das eigentlich alles relativ fix von der Hand, finde ich hier. Also ohne Probleme links, rechts, pam, pam, pam. Ja, passt das schon. So, komm. Jemand hier ist ja fertig geladen. Jawohl. Weiter geht's. Das Sägewerk. A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Muss ich nicht? Ach, hier muss ich raus. Ich war schon wieder zu ganz verjust, ey. Sind's ja ein bisschen wenig, ne? Lass mal wieder einen guten alten Revolverfreund hier nehmen. Und ihn treffen. Ja, sicher! So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the cowboy's new boss.
Curly Bill. Das ist schon wieder so viele Namen, kann sich doch keiner merken. Get ready, boys. Wow, hier geblieben, junger Freund. Ich einfach wegrennen? Na? Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Ja, ist ja meistens so. Na komm. Jawohl! Dann kommen wir auch. Oh! Es wird voll im Wilden Westen. Ja, super. Komm, ich weiß, dass du da bist. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother Virgil. Scheiße, den da hinten kann man doch nicht. Mann, wie sich denn verpisst hier? Jawohl. Komm raus. Ach, ich erschieß dich. So sieht's aus. Oh Mann. Zack. Zack. Wyatt und Doc went on what became known as the Vendetta Run, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Komm. Bam! Oh. Na komm. Nochmal. Zack. Geht doch. Ja, da guckt er doof, ne?